Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4 im Überlebensmodus. Wir befinden uns im Super Duper Mart und da hinten läuft noch einer. Da streunert noch einer durch die Gegend. Wir haben hier eine. Oh, ein Stimpact. Eine taktische Muskete gefunden. Die gucken wir uns jetzt mal kurz an. Taktische Muskete. Lasermuskete. Ich habe auch ein paar Energiezellen, das heißt. Ah, das ist das Ding mit Drehen, ne? Aber mit einem Visier. Ich glaube, den haben wir überrascht. Die machen wir jetzt, die behalten wir jetzt für Überraschungsangriffe. Na komm her. Komm. Dankeschön, mein Kleiner. Ja, hast ein hübsches Grinsen. Ja, du hast ein hübsches Grinsen. Den habe ich aufgelöst. Okay. Wir werden die taktische Muskete auf jeden Fall in einen Platz setzen. Kurzmuskete? Taktische Muskete, gut. Kurzmuskete werden wir höchstwahrscheinlich verkaufen oder auseinandernehmen. Tafellöffel. Abstärke Putzmittel. Aber. Oh, Medex. Schön, wie sie sich noch am Ende umarmt haben. Okay, okay. Ich sehe schon, worauf das hinausführt. Oh, oder wir warten, bis wir kurz versteckt sind. Verdammt. Ich muss vielleicht durchs Fenster schießen. Wissen auf mich, auf jeden Fall dürfen die mich nicht sehen. Wissen doch gar nicht, wo ich bin. Die suchen zwar nach mir, aber die wissen nicht, wo ich bin. Ob es so wird. Na, ich hatte leider die ganze Zeit die Hand drauf gehalten. Das heißt, irgendwann musste ich sie werfen. Hier ist doch noch so ein kleiner Frühling ist hier irgendwo. Lass mein Hund in Ruhe. Frage ist nur, wie viele von denen sind noch hier? Mittlerweile muss ich sagen, kann ich mit den Waffen echt besser umgehen. Am Anfang war es nur halt ein bisschen schwer. Aber mittlerweile geht es. Wäre cool gewesen, wenn ich wüsste, wie man die Roboter aktiviert. Könnte man sofort hier reingehen, Roboter aktivieren und sich einen Keks freuen. Ich finde die Muskete echt cool. Nur leider muss man sie immer aufkurbeln. Na gut, das ergibt natürlich Sinn, weil es Laser ist und man es irgendwie vorbereiten muss. Ich laufe jetzt durch die Gegend und prüf mal, wer hier noch lebt und mich überraschen kann. Ein zweifacher Überraschungsangriff ist schon nicht schlecht. Nirgendwo Geld für mich. Oh. Es könnte sein, dass wir alles geklärt haben, oder?
Schau noch mal hier am Ende des Ganges. Da lag hier einer. Nee, nicht hier. Der liegt auch immer noch. Du bist das, ne? Genau, du bist das. Das war nicht so überraschend, wie ich an dich gedacht habe. Oh, wieso ist da überall eine Lupe dran? Spielzeug außerirdischer. Okay, ich würde sagen, wir heilen uns ganz kurz. Ich habe übrigens vergessen, zwischendurch zu speichern, was in diesem Spielmodus definitiv wichtig ist. Ein bisschen Eichhörnchen, ein bisschen Red-Kakerlake, ne? Und schon geht's mir wieder besser. Weg, Hundi! Weg! Ich hab's gerade erst gesehen, dass der überall Öl ist. Wo kommst du denn her? Hier ist noch mehr. Da war noch einer. Überraschungsangriff! Auf mit dem Scheiß. Will ich geschlagen werden? Wo kam der her? Ich habe doch alles untersucht. Ein Zollstock. Ich hätte gerne das Licht dabei gehabt. Oh, Fusionszelle. Ja. Ja. Oh. Komm, Vorgriff. Gekocht. Eine gekochte Lederrüstung? Man kann sie kochen? Das ist interessant. Rattengift. Okay, jetzt dürften wir eigentlich so ziemlich alle fertig gemacht haben, ne? Denke ich mal. Gut, dann schauen wir mal, was hier unten ist. Ich meine, hier ist anscheinend der Ausgang, aber wo führt dieser Ausgang hin? Das ist hier die Frage, Freunde, die Frage der Fragen. Und bald sind wir Level 7. Huch, was bist du denn? Der Kryolator ist ein mächtiges... Ah, das ist das, was wir gesehen haben, was mächtig eingeschlossen ist, ne? Stimmt. Noch ein Minuteman. Das interessiert dich nicht, dass sie brennen. Shit, ich muss nachladen. Okay, man bemerke, wir bleiben geduckt. Shit, ey. Wo kamen die her? Willst du ein bisschen schneller die Waffe ziehen? Alter, meine Waffe! Okay, das ist seltsam, dass es manchmal so lange dauert. Arsch. Haben die her? Waren das nicht vorher drei? Emmas Holoband.
gucken wir uns das Ganze mal an. Daten, ne? Nee. Du hast hier das Ausrufezeichen. Achso, die haben Essensprobleme, die werden alle verrecken. Gekocht. Ja, wieso nicht? Na gut, diverses. Emmas Holoband. Wo zum Geier bleibt Josh denn? Er ist jetzt schon über eine Stunde weg. Wir müssen hier raus. Die Jungs glauben, dass wir schon in Concord sind. Wenn Josh sich mal beeilen würde, schaffen wir es vielleicht rechtzeitig dorthin. Verdammt! Scheiße! Gar nicht gut! Josh! Ich glaube, die wurde von den Ghoulen überrascht. Okay, das war seltsam. Türsteuerung. Tür öffnen. Ja? Geile Nummer auf jeden Fall, geile Nummer. Hat echt Spaß gemacht da drinnen. Auch wenn wir ab und zu mal richtig aufs Maul bekommen haben. Aber darf ja auch nicht fehlen bei diesem Spiel, ne? Okay, was soll der Scheiß? Wer ist da? Ich bin's nur. Heilige! Ich bin fast tot, ne? Ja, das ist das Problem. Man merkt nicht, dass man hier Schaden bekommt. Man merkt es einfach nicht. Das Feedback ist sehr schlecht. Weil ich werde wieder zurückgestoßen, noch sonst irgendwas. Ich bekomme einfach nur Schaden. Okay, somit lernen wir. Nicht runterfallen. Öffnen. Ja. 10 Jahre später. Okay. Wir müssen also schaffen, uns da hochzuschleichen. Können wir mit der. Nehmen mit der Muskete. Ordentlich Schaden ziehen. Wer ahnt denn, dass da oben jemand hängt? Ja, shit. Oh, ich werde angegriffen von allen Seiten. Noch mein armer Hund. Mein armer Hund. Aber ich kann da jetzt gerade nicht viel machen. Ach, da oben bist du. Krass, hat der viel Schaden, ey. Okay. Kein Problem. Wir ziehen uns ein bisschen Hilfsmittel rein, wie zum Beispiel die Red Kakerlake ein bisschen, ne? Die schmeckt immer so gut. Okay. Das war dort den Kopf, verdammt. Okay, ich muss warten, bis ich mich geholt habe. Jetzt bin ich gleich tot. Beste, du weißt, wo ich bin. Du weißt, wo ich bin. Meine Regeneration müsste endlich viel schneller gehen, ey.
Mystic Pines. Ja, ich dachte mir, ich gehe einfach mal irgendwo hin. Solange ich mich erhole. Ich glaube, wir müssen mal unsere Waffen modifizieren. Oder direkt mit der Powerrüstung herkommen. Ich meine, wir haben ja jetzt endlich mal wieder so ein Ding, aber die Batterie geht so schnell leer. Oh, Geschichten eines Dorffleischverkäufers aus Junkton. Ja. Sehr schön. Erhalte dauerhaft bessere Preise, wenn du bei einem Händler kaufst. Sehr nice. Einfach nur so, weil ich hierher gerannt bin. Das schmeckt mir. Chat. Vielleicht auch ein paar Drogen benutzen. Auch eine Möglichkeit. Ah, Nuka-Cola-Truck, ja. Und ein Jengless, der Mondaffe? Na, Hundi? Da will ich doch gerne rein. Wo wolltest du hingreifen? Zu deiner Bierflasche. Naja, okay. Gut, das ist schon mal sehr gut. Stimpack, aufbereitetes Wasser. Stimpack, aufbereitetes Wasser. Okay. Eventuell ist es dieses Fallout, wo ich mehr Drogen benutzen muss als sonst. Ich mache das sonst ungern. Weil Drogen schlecht und böse sind natürlich, nicht weil ich faul bin. Okay. Wir müssen da doch irgendwas reißen können, ey. Natürlich sehen die mich sofort. Bin schlecht im Schleichen. Bin noch am Anfang im Schleichen. Muss besser werden im Schleichen. Das ist doch scheiße. Gucken, ob ich sie überraschen kann. Was zum Teufel war das? Oh Gott. Die haben mich überrascht. Das ist ein Safe. Experte. Oh. Okay. Man muss die Dinger noch mehr aufladen können. Ich weiß, dass du hier bist. Weißt du es oder glaubst du es? Nur ein Geräusch. Nur ein Geräusch. Ich sehe nichts mehr. Okay, ich glaube, das ist noch ein Geschütz. Ich muss mir irgendwie notieren, dass irgendwas fehlt. Ich weiß schon. Kleinen Moment. Ich nehme jetzt mal mein Handy. So. Und mache einfach ein Bild von diesem Safe. Und so habe ich es dann in meinem Kopf, dass da irgendwas sein muss. So. So, jetzt habe ich das Safe gemacht, Experte. Das ist der, den ich mir nämlich nie merken würde, weil der halt am Arsch der Welt ist. Was ist das für ein Geschütz? Das ist ein Geschütz dran, ne? Und da ist mein Hund. Wie komme ich an das Geschütz ran? Nice! Kann das Geschütz auch schlecht überraschen? Oder ich kann es doch überraschen. Aber da unten ist noch eins. Okay, das müssen wir auch irgendwie überraschen.
Hund, geh doch mal aus der Schusslinie. Dann vergisst er mich einfach. Vorsicht, okay, er ist dabei, mich zu vergessen. Ich meine, es ist ein Roboter, was will der vergessen? Aber trotzdem, wichtig. Ganz, ganz wichtig. Einfach nur warten. Ich glaube, der wird mich nicht vergessen, oder? Gleich sehen. Na gut, dann warten wir ein bisschen. Ach, komm schon. Er muss ja nur aufhören zu schießen. Mein Hund rennt natürlich dahin. Dann fängt er natürlich an zu schießen. Meine Fresse. Maschinenpistole, ja. Impro-Pistole. Nicht runterfallen. Netzrelais-Spule. Vakuumröhre. Kann man alles gebrauchen? Habe ich nichts dagegen. Gut, dann müssen wir noch da hochkommen zu der Troller. Ah, Munition, sehr schön. Wie kommen wir jetzt zur Troller hoch? Müsste da irgendwo hochgekommen sein, oder? Ah, natürlich hiermit. Ah. Kronkorken, Patronen, versteift, Rüstung, aber gibt mir mehr. Leichte Kleidung brauche ich nicht. Ah, ich drücke jedes Mal B, ne? Medex und Mentets. Kochstation, Leider nichts. Und das waren nur zwei, aber die hatten dafür zwei Stationen, die die ganze Zeit auf mich geschossen haben. Ah, Junge, Junge, Junge. So, wo ist die Leiche von dem Typen? Runtergefallen? Runtergefallen. Patronen. Linker Arm. Ja, so. Also, wir hatten da... hier, gekocht. Linker Arm. Versteift. Raider-Rüstung. Okay, super. Das läuft doch. Ich würde gerne irgendwie zurück oder zu einer Station oder so, um meine Waffen aufzurüsten. Oder zu gucken, was wir als nächstes für eine Waffe nehmen, weil uns geht langsam die Munition aus. Heilige! Habe ich ein bisschen erschrocken. Ich habe keine Ahnung, was ich tue, aber ich gehe hier hoch und gucke, was da oben ist. Und vielleicht kann ich sie überraschen. Ja, Treppensimulator 2015. Oh Gott. Oh Gott! Okay, das war natürlich sehr schlau. Aber das ist wieder so ein Psycho, ne? Ah! Der Vault-Anzug und einige andere Outfits wie leichtere Kleidung und Raider-Rüstung sind dünn genug, um sie darunter zu tragen. Okay. Interessant, hier ist alles voll mit diesen Viechern, ne? Gut, wir reisen erstmal zurück. Gucken, ob wir unsere Waffen verbessern können und dann werden wir sie auf jeden Fall penetrieren. Karte. Ich möchte meine Waffen aufrüsten. Dafür gehen wir mal kurz in unsere Siedlung.
Und dann geht's los. Charisma ist deine Fähigkeit, andere zu überzeugen und um deine Finger zu wickeln. Der Wert bestimmt deine Erfolgschancen beim Überreden in Dialogen und die Preise beim Händler. Also Charisma ist jetzt nicht so wirklich das Ding, was ich unbedingt brauche. Ich muss niemanden überreden können. So, wir haben hier zum einen unsere taktische Muskete. Kurzreichweiten-Zielfernrohr. Präzision nimmt dafür zu. Wir verlieren an Wert. Kleber. Ah. Such dir einfach eine gute Stelle und pflanz was auch immer du hast. Ja, mache ich gleich. Wäre echt eine schöne Abwechslung für uns. So, Standardkondensator. Das bringt mir Gewicht. Was auch immer das bringt. Das nächste, was ich machen könnte, ist das hier. Dafür brauche ich Glasfaseroptik. Schaltkreise. Wo komme ich denn sowas her? Ach, Markierung für Suche Y. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Das war die Lupe. Ich habe irgendwo habe ich auf Suchen gedrückt. Okay. Ich durchwühle mal kurz meinen Schrank und gucke, was wir auf jeden Fall an Waffen brauchen, was nicht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum Morgen wieder. Na cool, den suche ich sogar. So, wo war mein Schrank? Ach scheiße, den habe ich ja woanders platziert, ne? Bullshit. Na gut, dann steuere ich mir die Sachen, die hier im Schrank sind, laufe rüber in die andere Basis und platziere da den Schrank und dann sehen wir uns morgen an dieser Stelle wieder. Haut rein, euer Zero, tschüss.